Vom Grundsatz her gesehen bin ich der Meinung, dass ein Brückenbau immer gut ist, deshalb wir Brücken verbinden. Und die Verbindung nach Skandinavien ist natürlich gerade für Lübeck also naheliegend. Lübeck hat also seit Jahrhunderten gerade in den skandinavischen Raum, genauso wie in den Ostraum, also sehr, sehr enge Beziehungen und Verbindungen. Das ist ein rausgeschmissenes Geld. Und wenn man daran denkt, dass da auch die Vögel dagegen fliegen in der Nacht, dass die Schiffe gegen die Pfeiler fahren, also ich finde es wirklich grotesk. In unserer geldknappen Art sollten wir darüber wirklich schweigen. Also ich bin ganz dagegen und ich finde das vollkommen überflüssig. Ja, wir wissen ja nicht, was, ob eine Brücke gebaut wird oder ein Tunnel gebaut wird. Ne? Das ist ja noch nicht raus. Ne? Und es stehen da die Fragen noch auf, was kostet das? Ne? Wer zahlt es? Die Dänen wollen ja ihren Nutzen ziehen, klar, die Verbindung hierher haben. Ne? Ob wir den brauchen, ist die zweite Sache. Ne? Nach dem Mark rüber? Doch, finde ich gut. So mit dem Auto mal. Man fährt ja sonst immer mit der Fähre und jetzt werden wir vielleicht schneller drüben. Ne? Ja, eine Brücke ist immer was Gutes zwischen Menschen, oder nicht? Sind sie leichter erreichbar, oder? Ja? Finde ich gut sowas, absolut. Absolut. Und wer bezahlt das alles? Ich arbeite in der Gastronomie und wohne in Schlutup und das betrifft mich überhaupt nicht. Ja, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen finde ich das schon ganz in Ordnung. Und man verspricht ja einiges dadurch. Allerdings, wenn ich dann verkehrstechnisch das sehe, dass man dadurch eine Stunde nach Kopenhagen spart, dass, um dann jetzt so eine Brücke zu bauen, also das finde ich dann ein bisschen stark übertrieben. Also ich finde das in Ordnung. Das ist wohl eine gute Sache, finde ich. Ja, also ist eigentlich gut, ja. Also ich bin mir da gar nicht so sicher, was ich davon halte, weil die Fähren sind ganz schön, auch mal so als Tagesausflug darüber zu fahren. Und wenn das dann nicht mehr ist, das wäre schade. Und die Befürchtung mancher, dass halt eben der Fährverkehr dadurch Schaden nimmt, das glaube ich gar nicht. Eigentlich stehe ich dem positiv gegenüber. Lübeck ist Lübeck. Lübeck ist eine Touristenstadt. Lübeck ist ein Magnet. Wird es also auch bleiben, höchstwahrscheinlich dadurch sogar noch mehr. Nehmen wir an, dass also die Auswirkungen also für uns eher positiv sind. Solange dafür keine Steuergelder aus dem deutschen Topf gezahlt werden und wenn ja, bin ich dagegen. Dann kommen sie auch leichter zueinander, oder nicht, wenn die Brücke da ist. Ich finde das gut. Vor allen Dingen die skandinavischen Frauen, sehr schön, muss ich echt sagen, ehrlich. Also ich finde es eine sehr gute Erfindung. Es sind natürlich umwelttechnisch natürlich zu bedenken, aber ich finde es eine ganz tolle Sache, weil es eine ganze Menge Zeit auch spart. Ne? Und natürlich auch wieder neue Jobs entstehen, das ist natürlich auch ganz klar. Ich habe ein Haus in Schweden und da wäre das natürlich sehr angenehm. Aber, und die andere Seite ist eben die, dass ich das überhaupt nicht vertreten kann, dass man aus Umwelt Gründen da eine Brücke baut. Aber ich denke mal, für die Zukunft ist es auf alle Fälle günstig, wenn eine schnellere Verbindung da ist, als die es bisher gibt. Und es ist natürlich auch eine gewaltige ingenieurtechnische Leistung, das darf man ja auch nicht vergessen. Können sich alle beweisen, wie gut sie sind. Ich denke mal, es ist für den Tourismus ganz gut ist, aber ich habe persönlich da keine Ambitionen zu. Dänemark ist nicht ganz interessant für mich. Ich finde es toll, ne? Dass man also direkt dann da mit dem Auto rüberfahren kann. Das ist doch für die Touristen schon eine Erleichterung als mit dem Schiff. Und ich denke auch, es wird günstiger sein. Ich finde es gut. Also ich finde das gut, dass so eine Brücke gebaut wird. Erstens wegen Tourismus, zweitens wegen Wirtschaftskrise, Arbeitsplätze. Ich finde das top. Also ich weiß nur, dass viele Dänen rüberkommen, einfach nur, weil sie auf der anderen Seite, also auf der deutschen Seite, ganz viel Schnaps kaufen können. Das ist meine Erfahrung und das wird ja noch mehr vielleicht gefördert. Und es nützen ja auch nicht immer nur Lärmschutzmauern oder irgendwelche anderen Sachen, sondern man muss das Ganze ja auch so ein bisschen in die Natur einbetten, sodass das eben halt ineinander übergeht. Natur und Technik, das sollte schon in einem dementsprechenden Zusammenhang sein. Also ich finde es vernünftig, ich finde es sehr gut im Prinzip, einfach für die Pendler, die täglich von Fehmarn auch nach Dänemark fahren müssen. Was ich persönlich auch gut finde, ist, dass ja die Kosten für die Brücke das Land Dänemark trägt, nur die Anbindung auf unserer Seite zahlen wir. Ich bin der Meinung, das rentiert sich finanziell nicht. Ich nehme an, die Politiker haben sich das in irgendeiner Weise schön gerechnet, um die Brücke zustande zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, im Gegenteil, dass da also neue Arbeitsplätze geschaffen werden, dadurch, dass vielleicht viele Firmen sich da ansiedeln und dadurch halt eben doch manches noch in das richtige Fahrwasser gebracht wird.
Also ich denke mal, dass der Verkehrsfluss also wesentlich mehr ist. Durch die Fährschiffe ist es natürlich nicht so viel, dass die Kapazität nicht gewährleistet. Und das kann eine Bereicherung, sage ich, für die ganze Ostseeküste sein. Also meines Erachtens ist das ein Eingriff in die Natur. Also okay, für den ganzen Güterverkehr und so wäre das schon positiv, aber ich bin der Meinung, zwischen Belten und Sund ist schon eine Brücke und die ganze Sache wird auf dem Schiffweg jetzt realisiert und wenn da eine Brücke gebaut wird, wird der Schiffverkehr zurückgesetzt und dann verlieren Leute wie wir die Arbeitsplätze. Ich finde das gut für die ganze Umwelt und tja, finde ich gut. Also bei unserer momentanen Finanzkrise, meine ich, wäre das überflüssig. Es sollte sich erstmal alles erholen und dann kann man ja loslegen. Noch hat man ja die Möglichkeit, das ist meine Meinung, kurz schmerzlos. Wenn man sieht, dass man die ganze Zeit beobachtet, wenn der Frachtschifffahrt, das wird immer weniger. Und jetzt kommt noch die Brücke dazu, halte ich nicht für so gut.